Bist du noch im Gefecht oder bist du im Garage? Ich bin jetzt gerade in der Garage. Gut, es lädt. Der Max spielt gerade nebenbei in Roblox so eine Art Rennspiel. In Roblox? Ja, ja, der spielt Roblox. Roblox und Minecraft. Voll super. Oh, Entschuldigung, ist kein Rennspiel, Entschuldigung. Entschuldigung. Wie kann ich sowas behaupten? Das. Gut, ich bin in der Garage. Invite to group. So, jetzt nochmal. Clan-LRMs kann ich aber auch auf direkt auf Instant abfeuern, oder nicht? Ja, die haben keine Beschränkung. Ja, meine ich. Also auch im Nahkampf. Ja. Wäre beim Brettspiel genauso. Weil irgendjemand da gerade geschrieben hat, du weißt, dass LRMs auf kurze Reichweite nichts bringen. Und ich weiß halt nicht, ob es an mich war oder an irgendjemand anders. Also Clan-LRMs haben keine Beschränkung. Die IS-LRMs auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Ja. Und schöner Mech, keine Frage. So. Erstmal noch einen leckeren Schluck von meiner Pepsi Max Cherry nehmen. Oh mein Gott. Sponsored by Pepsi. Das wäre ziemlich fett. Wenn ich irgendwann mal reich und berühmt werde, möchte ich gerne von Monster gesponsert werden. Ich möchte so einen kleinen Monster-Kühlschrank, der ständig mit Monster erinnert, die Dosen voll ist. Ja. Der so im Hintergrund steht, ja. Ja, auf jeden Fall. Finde die total witzig. Das Geile ist ja, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, die Xbox One X, die neue, ja. Die hat ja, als das Design vorgestellt war, wurde, haben sich ja ganz viele darüber lustig gemacht, dass die aussieht wie ein Kühlschrank. Und haben ja dann auch so Kühlschrank-Designs und so damit gemacht und so ein Kram. Und dann hat Microsoft ja original an ganz ausgewählte Leute tatsächlich Kühlschränke in Xbox gemacht. Also in diesem Xbox-Design, große Kühlschränke. Und die bringen jetzt Ende des Jahres bringen die einen Mini-Kühlschrank im Xbox One X-Design raus. Oh mein Gott. Also die haben quasi aus dieser Verarsche haben die tatsächlich jetzt Marketing gemacht. Ja. Ja. Also der ist angeblich soll der so groß sein, dass da genau irgendwie 4 Dosen reinpassen, also nicht besonders groß. Was, wenn er nicht teuer wird, tatsächlich dazu verleiten könnte, dass ich mir einen kaufe. Oder 2. Ja, der Frau braucht natürlich auch einen. Ja, eben. Und sagt, wenn er nicht zu teuer wird, dann könnte das tatsächlich passieren. Ansonsten, man weiß ja, dass bei sowas gerne die Leute über die Stränge schlagen, was Preise angeht. Aber man muss ja mal überlegen, das ist ein Kühlschrank, der ist, keine Ahnung, so groß wie ein DIN A4-Blatt. Das auch nur mal als Tipp da draußen an die Leute, ne, die sich immer wünschen, dass man vielleicht eine Partnerin hat, die auch Computer spielt. Das muss nicht immer einen Vorteil haben, weil wenn man selber eine neue Grafikkarte sich kaufen will, dann muss natürlich die Freundin oder Frau auch eine neue Grafikkarte bekommen. Sonst ist der Haussegen ganz schnell schief. Ne? Ja. Ja. Ich weiß. Was ist denn da das? Jetzt verstehe ich übrigens, was dieses O7 bedeutet. Das ist Winken. Das ist ein salutierender Smiley. Also das ist ein Salut. Ja. Ein Salut, ja. Ja. Mir jetzt gerade ist mir das so, kam mir so die Erleuchtung. Crazy. Ja.
mit dem, ich hab das neue Overlay. Ich schieb jetzt nur noch den, muss später den YouTube-Button noch mal ein bisschen weiter nach links schieben, glaube ich. Dann bin ich zufrieden. Dann ist nichts mehr am Weg. Das sieht doch gut aus. Dezent. Ja, genau. Ich wollte einfach mal was Dezentes probieren. Finde ich gut. Farbgebung ist super. Warum habe ich denn einen Schaden? Ach, weil du in mich reingebumst bist. Was wollte ich Toll. nicht machen? Ja, und 1548 Raketen sind nicht genug. Irgendwie. Ja, dann hast du halt mal Incursion gespielt. Also das Faction Play. Das sind Nee. schon, das sind 3000, 4000 Raketen zu wenig. Deswegen finde ich es so witzig, wenn du dir diese Standard-Designs anguckst und der dann einfach mit 400 Raketen um die Ecke kommt. Was soll ich denn damit jetzt machen? Ja. Das sind 10 Schuss, dann bin ich hier leer. Wer packt sich denn eine AC-20 mit 10 Schuss ein? Niemand. Ein Handspeck. Klassischer Handspeck. Beim Brettspiel kannst du das auch machen, weil das einfach 10 Spielrunden sind und du da ja auch wesentlich mehr generell Ja, ist kritisch ja. mit deinen Schüssen umgehst. Ja, ist ja auch nicht anders da wie im Lore eigentlich. Na, wenn du überlegst, wenn eine AC-20 einen Locus trifft, dann müsste er Ja. pulverisiert werden. Ja. Wird er ja auch. Wenn die AC-20 den Locust wirklich trifft, dann ist er hinüber. Egal wo. Ja. Direwolf pusht wieder. Ja, ich habe hier den lieben Jaguar. Ich eigentlich gehofft hätte, dass unser Jenner da drauf bleibt. Komm zu dir. Dann kann ich hier nichts ausrichten. Ja, pass auf, die pushen da jeden Moment. Das kann jeden Moment passieren.
die den Vulture jetzt kaputt? Ich werde hier von der Direwolf wieder gepusht. Hinter dir? Mhm. Sieht ja ganz gut aus hier an der Ecke, dass man. Wow, den kriegt er vorbei. Ich kann noch sagen, sieht ganz gut aus, aber da Punkt haben wir schon. Da schießt jetzt kein Böder drauf. So. Die haben jetzt das Sappen aus PPCs da oben, der haut zu, das ist der Wahnsinn. New target acquired. Der Marauder oder was? Ja, ja. Der hat mir mit einem Schuss jetzt den Arm einfach weggeschossen. New target acquired. Und noch ein Locus hinten drin. Ist down. Nein, er hat mir eine LM-15 zerstört. Das sieht doch ganz gut aus. Haha, mit dem Microlaser zerstört. Wieg! Nee, das ist unser Videomax. Yes, wir haben schon gewonnen. Yeah. Yeah! Dann nehme ich doch noch mal einen Schluck von meiner Pepsi Max Sherry. Not sponsored by Pepsi. Daran hat's gelegen. So, dann nehme ich jetzt den anderen Battlemaster. Den haben wir ja schon gleich gedoppelt. Das ist ja schön. Geht das? Yes. Was ist denn das eigentlich mit diesem Abo verschenken? Das ist das gleiche. Subscriber. Das ist ein Subscribe, einfach nur. Du kannst halt Abo verschenken, ist halt dann kannst du entweder an irgendeinen aus dem Channel oder random an einem aus dem Channel quasi ein Abo verschenken für deinen Channel oder für den Channel, den du gerade guckst. Also ich als Streamer kann Abos verschenken. Das kann jeder. Ja, cool. Das hast du bei den großen Channels hast du das irgendwie ganz häufig, dass dann so Leute irgendwie 10 Abos einfach verschenken an zufällige Zuschauer, weil die halt riesen Fan von dem sind, den sie da gerade gucken oder so. Aber auch bei klar, so wir hatten das auch schon, dass ein, zwei Leute dann mal so 2, 3 Abos verschenken. Das neue Overlay gefällt mir besser, was ich gemacht habe jetzt. Wie gesagt, ich finde das auch und ganz schick. Der YouTube-Button, der muss noch ein bisschen weiter nach links und der Schriftzug. Das kommt mir irgendwie nicht so gleich im Format vor. Bis zu weit rechts mir gerutscht. Ja gut, das mit der Schrift ist halt so ein bisschen hin und her und hier und da und sowieso, muss man mal gucken. Und am Wochenende probiere ich da mal aus animierte Sachen.
Also mit dem Stream Element Editor funktioniert das eigentlich ganz gut mit diesen Overlays bauen. Das ist doch super. Mein Stuhl quietscht. Den muss ich mal ölen. Muss ich mal das WD-40 WD-40, yeah. Das Beste überhaupt. Ich muss aber immer an dieses geile Schaubild denken. Ne? Ist es kaputt? Ja, nein. Nein, ist es kaputt? Ja. Darf es sich bewegen? Nein. Panzertape? Muss es sich bewegen? Ja. WD-40. Ja, WD-40. Aber das hat mir so oft den Arsch gerettet, wo ich als Mechatroniker im Kuhstall für diese Mac-Roboter gearbeitet habe. Mhm. Weil das sind ja schon harsche Bedingungen, muss ich ja vorstellen. Ne? Die Kühe, die kacken ja alles voll und so. Und da ist die Technik natürlich richtig gefordert. Und dann Sachen wieder gängig zu machen, das ist schon geil, dass wir die 40 haben. Kannst du einfach überall drauf werfen. Ja. Ich mache ja auch Live-Rollenspiel und da spielen wir ja mit Latex-Waffen und so ein Kram. Ja. Also die sind aus Schaumstoff und Latex überzogen. Und das wird halt auch immer mit Silikon und so ein Kram eingesprüht. Und ich hatte früher so einen relativ glatten PVC-Boden. Und wenn ich das in der Wohnung gemacht habe, dann war der Boden richtig rutschig. Ich kenne das. Also ich bin selbst mit Socken und so oder und barfuß so. Ja. Uah. Wo ich noch früher richtig Pro-Gaming gemacht habe, ne? Da war ich auf LAN-Party mal und da war die Zeit, da war das Ding der Dinge, dass du halt unter der Maus diese Stripes hast, dass es schneller ist, ne? Und dass du ein Hartplastik-Mauspad hast und mit dem Silikonspray das Hartplastik-Mauspad behandelst. Und hast du immer Spaß gehabt, wenn du dann auf einer LAN-Party warst und hast dann immer heimlich bei einem hinterm Stuhl das auf den Boden gesprüht und der hat sich dann auf die Fresse gelegt. Ja. Mega gut. Das war einfach geil, ey. Aber es war auch eine schöne Zeit, diese Pro-Gaming-Zeit. Aber das will ich nicht mehr machen. Kann ich auch gar mehr mit meinem Arm. Dafür ist er nicht flexibel genug. Ich habe heute Morgen schon wieder 1600 Milligramm Ibuprofen genommen, 500 Milligramm Tilidin. Ja. Junkie, ey. Übel. Ja. Und trotzdem ist der Schmerz halt weg. Da ist ein Warhammer 2C bei Echo. Gehst du da drauf, aggressiv? Ich versuche es, bis ich da bin. Weil ich verteidige gerade halt die Mitte ein bisschen. Da sieht es zumindest aus, als wenn die hier einen Assault gebrauchen könnten. Habt ihr keinen Assault da, oder? Ich prüfe. Ah ne, doch, du hast Supernova, hast du ja da. Also du bist ja die Supernova. Du bist ja selber die Supernova. So viel zu Verbreitheit heute Morgen. Ach, so manchmal. New target acquired. Ah, ich bin froh, dass ich euch beiden kennengelernt habe. Das gibt auch viel Auftrieb. Dito. So, der Pfaffen ja wieder noch traden. Okay, dann habe ich ihn zu Tode getradet. Hey Jungs, wenn wir jetzt hier weitergehen, sind wir den gleich im Rücken. Ja, ich mach dir schon. Die Rückzügler, die beschieße ich gerade, die ihr vertreibt. Was, da komme ich dann dran? Willst du mich verarschen? Wollte gerade sagen. So, dann gehe ich mal hoch. Richtung Mitte. Jo. Ihr rotiert ja außen rum, da gehe ich nach Mitte, lass mich droppen. Ja, ich ziehe jetzt leicht in die Mitte. Wir verlieren nämlich gerade unseren dritten Punkt. Sorry. So, und ich habe zwei UVs dann hier jetzt gleich oben. Einfach mal zu gucken,
Cap jetzt in der Mitte. Bin gleich bei dir mit in der Mitte. Kann ich mal gucken, ob bei Dora 4, ob die Juvie was aufmacht, ob sie da hinten noch sind oder ob sie alle bei C2 sind, die Gegner. Ich vermute fast. Aber ich guck mal hier um die Ecke nochmal. Berühmte letzte Worte, ne? Ich guck nur mal um die Ecke. Sowas darf man nicht sagen. Was? Achso. Ich guck nur mal um die Ecke. Boom, tot. Achso, hab ich schon. Alles gut, ich hab schon zuerst geguckt. Ah, du hast schon. Da kommt was. Da kommt ein Nightmare. Umrundet uns. Ja, bei dir, wenn du jetzt hinguckst an die Ecke, da kommt er. Ah, naja, der ist. Gott, ich hab schlecht geschossen. Schon wieder. Schlechtes Aiming, Alter. Er hat voll getroffen. Kommt der kleine Scheißer noch weg, hä? Der ist out. Der Mauler? Die sind alle in der Ecke da hinten, ne? Wir haben hier einen Shadowhawk bei uns drin, in Theta. Wo kommt der her? Weiß ich nicht. Push mit dir. Ich gehe auf der anderen, der ist tot, oder? Ist down. Ah, der nächste hier drin. Ja, die sind hinten alle in der Ecke. Ja, ich seh's. Ja, Mauler, du. Nee, das bist. Hä? Das war nicht der Mauler. Komm, hock doch nochmal an der Ecke, ha? Huh? Du guckst auch auf den gerade. Jo. Der guckt bestimmt gleich links. Ja, guck, da ist links. Ja, mit deiner AC2-Bewaffnung machst du mir keine Angst. Wollte gerade sagen, mit deiner AC2-Bewaffnung hast du keine Chance. Vor allem nicht gegen 6-7 Large Pulse Laser. Ja, da pokt man nicht. Der Hatchback, der guckt da hinten eins rum. Wir müssen mal gucken, bei D3 kommt gleich vielleicht was hoch bei mir, ne? Also müssen aufpassen, dass wir jetzt halt umrundet werden. Irgendwo hier ist was, auf jeden Fall. Was sind noch nicht? Wie? Jo, ist oben. Okay, ich guck mal auf der anderen Seite. Weil irgendwo sind sie hier. Sigma, wo ist ein Sigma? Sigma sind in der Ecke. Ja, wollen wir Kappa holen? Versuchen. Jo. Warte mal, verteidig du Täter, ich hol Kappa. Ja. Was denn, Max? Wer schießt hier? Läuft? Alles gut bei Täter? Ja, hier ist irgendwo noch ein Handspecken. Das war der Kommando. Assault bei mir. Okay, war Assault bei mir. Also ich müsste den Handspeck auch noch bei mir bekommen, ne? Ne, der Handspeck ist hier.
Ah, wir haben gewonnen. Sehr gut gespielt. Oben. Sehr nice. Haben wir uns auf dem richtigen Moment aufgeteilt. Weil wenn wir beide in der Kappa gewesen wären, wäre wahrscheinlich Täter weg. Ja, die hatten ja gerade den letzten weggeräumt und der Kommando lief jetzt rum. Oh, ich spiele die Supernova so gerne, ne? 960 Schaden hast du gemacht. Ja, bleib doch in der Supernova. Was habe ich? Ich habe 960 und 361 gefressen. Sehr geil. Ja. Eine Runde den King Crab, wenn es denn passt. Ja, das passt. Damit ich das hier, die Doppelerfahrung und so abgegriffen habe. Ja. Und danach würde ich dann auch mit der Supernova mit dir zusammen weiterspielen. Das schockt schon. Ja, die Supernova ist richtig gut, also richtig pervers, das Ding. Ich würde gerne noch eine Heatsink mehr reinnehmen und dafür einen Medium Laser raus, und ich habe keinen Platz mehr. Das Ding ist einfach voll bis oben hin. Oh scheiße, ich habe gerade nochmal nebenbei einen Live-Ticker aufgemacht. 43 sind schon gestorben in Nordrhein-Westfalen. Ja, Alter, richtig übel. 81 insgesamt jetzt. Krass. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Skirmish wähle. Ich finde, Skirmish ist eigentlich total der blöde Modus. Ach, ich mag das. Ja, ich finde es halt ganz cool. Was ich überhaupt nicht mag, ist hier das mit dem Kreis in der Mitte, weil sich dann einfach immer alles so streckt. Aber jetzt war gerade Assault, ne? Ja. Assault finde ich richtig gut. Assault ist auch geil. Ich mag eigentlich alles bis auf Incursion. Ja. Ja, aber das mit dem Wetter, das ist schon. Ich weiß nicht, ich will jetzt. Also, es gab ja früher auch schon Unwetter und so weiter, ne? Nur was ich halt merke, weil ich ja auch ab und zu mal leicht Heuschnupfen bekomme, ne? Es hat sich, die Zeit hat sich halt komplett verschoben und das merkst du halt auch generell beim Wetter, weil früher war es so, dass ich Anfang April immer das Problem hatte mit Heuschnupfen. Heute war es, also dieses Jahr. Also hat sich sowieso schon die ganzen letzten Jahre verschoben. Aber dieses Jahr war es erst Ende Mai, 2 Monate später. Und daran merkst du auch so, auch bei dem Wetter, es verschiebt sich irgendwie alles. So ein bisschen. An meinem Geburtstag, ich habe ja 30. April Geburtstag, konnte man immer perfekt früher in den 1. Mai reinfeiern. Damit bist du kein Widder mehr, ne? Nee, ich bin Stier. Ja. Weil ich rote Haare früher hatte, haben sie mich immer in der Schule Red Bull genannt. Das ist ziemlich witzig. Dann wollen wir doch mal. Ja, einfach mit der Masse. Ja, diesmal bin ich ein bisschen langsamer. Neulich habe ich mit Mausguard gespielt und da haben wir einen King Crab gesehen, der ist irgendwie 68 gerannt oder so. Total abstrus. Ja, cool, so ein richtig flinker King Crab. War ich das vielleicht? Weil ich spiele ja immer solche Sachen. Nee, warst du nicht. Ich habe ja gestern Abend wieder diskutiert, weißt du? Weil die Bewaffnung ist den meisten Zuschauern immer zu wenig. Ich habe halt 4 Large Pulse Lasers drin. Ne? Die meisten wollen immer, dass ich 5 freimache und so. Aber ich bin so zufrieden wegen dem Targeting-Computer halt, ne? Wegen der Reichweite. Mhm. Weil die Reichweite, also wie soll ich das sagen? Ich glaube, rechnerisch gesehen ist 4 Large Pulse Laser plus ein roher Targeting-Computer mehr Damage als 5 Large Pulse Laser ohne Targeting-Computer. Ja, vor allem hast du ja auch noch die Chance, dass du crittest, ne? Ja. Okay, also du siehst auf der Karte, dass wir verloren sind. Wir müssen weg. Wir müssen weg, 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 weg. Ja, dann drehen wir nach rechts ab. Ja, die pushen nach da unten.
Und wenn die jetzt über D6 kommen, ich wurde da schon so oft fies umrundet. Ja, die setzen hier gleich in der Offensive. Hier sind sie. Einfach weiterlaufen, alle. Einfach runterlaufen, einfach ins Wasser. Lass dich einfach ins Wasser truppen. Und wir verteidigen uns hier unten. Einfach dann rückwärts im Wasser laufen. Und so, dass wir um die Ecke gucken. Ich habe eine UV hochgemacht, damit wir auch Gegner sehen, die kommen. Target spotted. Target spotted. New target acquired. Und dann hier um die Ecke, komm, zurückwärts. Und um die Ecke, dann sind wir erstmal safe. Ich habe Kesselbrot im Rücken. Ja, ich decke deinen Rückzug. Jo, bin rum. Gut, alles klar. Dann weiter. Dann machen wir quasi den Abschluss. New target acquired. Wir haben dann Firestarter hinter uns. Ja. Dann kämpfen wir jetzt hier langsam. Jo, der Firestarter ist so gut wie tot. Target spotted. New target acquired. 25%. Da ist er wieder. Flamer auf dich gesetzt. Ja. Wie sau, ich deck dich kurz, wenn du wieder abkühlst. Alles gut, der ist down. Ja, gut, und dann gehen wir jetzt hier hoch, ha? An der Treppe, hinter dir ist eine Treppe. Ja, der Ibn Jaguar. Jagt er dich? Nö. Hier ist nix. Immer noch da. Ist noch da. Also irgendwas, ich schieße einfach mal drauf, ich seh's noch nicht. Wo steckt ihr denn hier fest? Oh, ein Bäumchen. Ich weiß nicht, auf was ich schieß. Sehr gut. Wie die am Feiern sind, ey. Sehr schön. Ja, das war ein geiler Push, den sie gemacht haben. Wir haben auch gut aber da hinten auch abgesichert, sonst wäre es, glaube ich, auch nichts geworden. Hallo, Ibn Jaguar. Mann, ich wollte wenigstens noch auf ihn draufspringen. Haben wir aber schön gespielt. War geil. Ja. Haben wir uns gut kämpfen zurückgezogen. Das hat mir gefallen. Ja, damit haben wir die so ein bisschen auseinandergezogen, ne? Ja. Das erinnert mich noch an das eine Match, wo die mit den 4-3 oder 4 Chargern direkt an uns reingerannt sind und einfach nicht damit klargekommen sind. Oh ja. Das war ziemlich heftig. Hallo. Bist du wieder dabei? Ja, ich mach noch eine Runde mit, bevor ich gleich los muss zur Arbeit. Okay. In Y2 Group. Ne, ich muss noch einloggen. Achso, du stehst bei mir noch als online da, aber dann sagt er, du bist offline. 2, 1, 3, 4. So. Dieses blöde Ding, das Passwort nicht speichert, ey. Ja. Ist der Frong? Trink was, Max. Trink was.
Mag er nicht. Was denn? Ach, mein Command-Bot. Group in White Sand. Möchtest du gerne deinen Stalker spielen? Dann gehe ich auf was Kleineres. Nee, ich kann was Kleineres spielen. Okay. Sonst wäre ich auf den Kid Fox gegangen. Ja, in meiner Supernova habe ich ja auch einen Targeting Computer 4 habe ich da drin. Ich habe 8 da überall drin mittlerweile. Ja, 8 passt nicht. Völlig übertrieben, aber ist egal. Mhm. Ein 5er würde reingehen, wenn ich einen Laser rausnehme. Was ich nochmal testen will, ist aber ein Battlemaster mit ER-Latch-Lasern. Mit was? ER-Latch-Lasern. Achso, warte mal. Ich will nur mal ganz kurz nur gucken, was ich für welche zur Verfügung habe, bevor ich nebenbei bastel. Weil ich bastel immer nebenbei beim Spielen. Überlegen. Ich hab mir jetzt einen eher Medium-Laser rausgenommen und jetzt noch 3 Medium-Puls drin. 3S und 1S habe ich noch frei. 3S und 1S habe ich frei. So. Bin ready. Eher Medium 6,5 Gigahertz. Eine Sekunde. Medium-Puls. Ich habe jetzt einen ER-Laser raus und dafür Targeting Computer 5 reingenommen. Ich könnte jetzt noch einen Laser mehr rausnehmen und den Targeting Computer 6 reinnehmen. Ich hätte jetzt keinen Feierabend, schreibt die Frau. Was arbeitet eigentlich da? Der Stahlzuschnitt, die macht die Zeichnungen dafür und sowas. CAD-Zeichnerin? Ja. Ja, das ist ein cooler Beruf. Und du machst ja irgendwas im Support oder so, ne? Wie ich das verstanden habe. Bitte? Du machst irgendwas im Support, irgendwas, ne? IT-Sicherheit, technische Schwachstellenanalysen machen wir. IT-Security. Ist auch wichtig. Voll wichtig. Ich habe früher Netzwerke bei Rathäusern, Rechtsanwälten, Ärzten und so weiter betreut und aufgebaut. Das ist auch cool. Gerade Rathäuser, immer in Verbindung mit der Bundesdruckerei, sind ja da sehr, sehr genau, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, das beste Wort. Muss alle sicher sein. Ja. Und mittlerweile haben wir ja auch 2020, da haben wir ja 2021, haben wir ja auch so langsam Vorgaben, die man da umsetzen kann, an die man sich halten kann, die das alles ein bisschen vereinfachen. Haben sie mittlerweile? Ja, du hast ja einen BSI-Grundschutz. Der ist zwar so schwammig geschrieben, dass ungefähr alles damit gehört. Da steht da so drin, Netzwerke müssen sicher sein. Ach was, sag nicht sowas. Ja, ich bin ja da lange raus. Also ich habe das ja vor 20 Jahren gemacht. Ja, nee, also das, mittlerweile hast du zumindest vom Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik den BSI-Grundschutz, der ein guter Leitfaden ist, sagen wir es mal so. Ja, aber das damit ist doch du cool, dass es sowas gibt. Ja, keine Frage. Früher war Wald West. Ja. Bringen Sie keine Floppy-Disketten von zu Hause mit. Genau.
Da hat man auch IT-Sicherheit gemacht, indem man dann mit Panzerband die USB-Slots abgeklebt hat, damit keiner einen USB-Stick einkriegt. Ja. Weil man sich erstmal nicht helfen konnte. Das waren coole Zeiten. Ja, ich hab mit 16 Jahren meine Lehre angefangen. Das ist jetzt, ich bin 39, ne, 23 Jahre her. Habe ich Fachinformatiker Systemintegration gelernt. Den Beruf, den gab es damals noch nicht. Ich war die zweite Generation, die den erlernen konnte. Ne? Wir wurden ja neu geschaffen. Und in der IHK-Prüfung, weil das noch alles so neu war, haben sie dann Fragen gestellt in der Prüfung, die wir nicht beantworten konnten, weil wir gar nicht den Stoff dazu bekommen haben. Da sind die IHK-Prüfer rausgegangen und haben uns Infoblätter ausgedruckt während der Prüfung, um die Fragen zu beantworten zu können. Okay. Ja. Das war alles gut geil, ey, früher. Hammer. Ach, wolltest du hier über die Insel gehen, oder? Ich weiß es nicht, ich bin ziemlich verunsichert. Ja, ich mag das nämlich eigentlich gar nicht. Ja, dann lass uns doch hochgehen über F5 und so weiter. Lass uns mal unserem Instinkt folgen. Wieso kann ich hier nicht hochgehen? Dem Flow. Jetzt kann ich hochgehen. Dem Flow. Ja. Jetzt blocken wir uns hier gegenseitig. Und für solche Situationen, für solche Wege, ich mir ja schon gerne den Corsair bauen. Ja. Ja, mach doch mal, der Corsair. Der dann hier einfach der alles abfängt, hier mit 4 AMS und so ein Kram. Ich weiß nicht, ob es einfach einen zweiten, noch einen anderen großen gibt, der das vielleicht auch könnte mit mehr AMS. Ne, ich spiele mal so. Grasshopper dann, der hat mindestens 2. Das ist ja ein Leichtmech in Tater. Nee, das ist ja unserer. Habe ich unseren beschossen? Nee. Okay. Ich musste gerade nochmal über Radar gerade unten gucken, ob ich den nicht auf den Eingang geschossen habe. Soll ich gerne an Tater ran? Gibt ihr ein bisschen Feuerschutz von hinten? Weil ihr seid ja etwas langsamer. Ja. Ich habe hier einen Mad Dog, der mich ärgert. Macht doch nichts. Lass dich ärgern. Any later? Bin ich drauf? Aber der ist ja wieder so ein Any later, den der eigentlich ignorieren kannst mit seiner Ultra AC2. Irgendwas anderes ist da, was weh getan hat. E5 ist einer, guck mal, E5 dreht einer durch. Das ist der Arctic Cheater, der kämpft da gegen unseren Marauder. Ich hoffe, der Marauder schafft das. Was wollt ihr mal jetzt machen, bevor wir uns weiter verzetteln? Das ist eine gute Frage. Ich, Weil wir halten ja 3 Punkte, wir müssen ja nicht pushen. Au, Annihilator. Ah! Wo? Oh. Bei dir oben. Oben auf Insel. G6. Ich hab den Irby verfolgt und auf einmal stand der Annihilator da. Ist auf einmal der gewachsen. Der Ninja-Annihilator. Ist der Irby auf einmal gewachsen. Oh ja, warte mal, ich muss mal hier eine andere Position kriegen. Ich glaube, das war im letzten Moment hier weggekommen. Ich hab da ein Lightback hinter mir. Oh, da kommt richtig viel über G6. Ich werde drauf gehen. Bin tot.
Da sind 4, 5 Mechs. Ich jag mal den Mad Dog. Hoffe ich. Da ist er. Ja, ich muss mich, also ich kann mich nur hier eingraben, mehr kann ich da machen gerade. An der Ecke. Weil wo der Chris eben oben drauf war, da sind die ja dahinter. Die sind unten. Unten? Jetzt? Die sind im Wasser. Okay, dann kann ich doch zur anderen Seite erstmal kämpfen. Ne, jetzt kommen sie, ha? Ja, jetzt kommen sie. Wir müssen da um die Ecke sein direkt. Der Annihilator müsste unten sein und... falls er noch da ist. Max, ich kann nicht gucken gerade schon. Tut mir leid, ich guck dann gleich. Ich geh mal kurz eine... Ah, ich kann hier nicht weg. Scheiße, ich komm da durch. Ich bin nicht fest. Darum. Das war die Geschwindigkeit. New Target acquired. Ah, das war dumm. Das war richtig dumm. Dem hätte ich auf die Beine schießen sollen. Ah. Nice. Ich war zu unentschlossen. Schön. Ja, das war ganz doof. Also keine schlechten Matches, die wir heute Morgen haben. Nee, das läuft richtig, richtig edel. Kannst du nicht anders sagen. Und los geht's. Da 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 da. Was hast du gesagt, Max? Und ab geht's. Gut. Oh, bisschen Hunger. Umgehe. Gut, Max. Total komisch, ne? Vorgestern hatte ich um die Zeit zeitweise 16 Viewer und gestern und heute Morgen einfach gar nichts. Freitag? Vielleicht Wochenende, haben sie keine Lust mehr auf BattleTech.
Oder können selber spielen. Ja, ich. Ja. Aber wie gesagt, vorgestern, also das fing morgens an, richtig viel los, also richtig viel in Anführungszeichen halt, ne? Und gestern und heute generell ziemliche Flaute, keine Ahnung. Ne? Egal. Nein, das ist nicht leer. Das ist eine Druckluftdose, Max. Da ist Druckluft drin. Robbelied. Aber momentan ist es eine Katzenabwehrdose, wenn einer wieder über die Tastatur läuft. Genau. Da haben wir auch so einen bekannten Streamer von uns, Watza heißt der, der hat auch Katzen zu Hause. Das ist unglaublich, wie die immer um ihn beim Zocken über die Tastatur, vor den Monitoren, auf Maus, Hand, Arme, immer um ihn rumschlawinern. Yep. Kenn ich nur zu gut. Total schräg. So. Oh, das ist meine heftige Lanze. Supernova, Sunspider, Battlemaster und Bloodass. Ja, müssen wir vernünftig spielen, das muss man halt verkacken. Ja. Generell sehr, sehr, sehr dick aufgestellt. Thanatos, Thunderbolt, Hellbringer, ein leichten WLF. Weiß ich gerade nicht. Wolfhound? Wolfhound, ja. Das ist ein Wolfhound? Ja, Wolfhound. Ja. Musst du auch gerade überlegen. Dann sind das, haben wir zwei leichte. Eins, zwei, drei. Ja. Trebuchet Medium, Centurion Medium. Thanatos ist, glaube ich, Heavy. Thunderbolt Heavy, Hellbringer Heavy. Und noch ein Corsair, noch eine Sword. Okay. Ja, werden die anderen aber auch super schwer sein, ne? Bringer aus AFK? Doch nicht. Der gibt uns ECM-Schutz. Er läuft nur in die falsche Richtung. Nee, der gibt uns ECM-Schutz, den dicken. Achso. Der läuft mit uns, macht doch gut. Also die Map habe ich gestern zweimal gehabt, ne? Ich habe es immer noch nicht ganz gecheckt. Es sind ja so viele Höhen, Tiefen und hin und her. Und ja, naja, vor allem mit. Also hier sollte man eigentlich mal richtig schön mit. Sehr leicht mit mega viel Jump Jet spielen, weil da kannst du nämlich richtig viel Unfug auf dieser Map anstellen. Das ist ja sowieso, wie viel man von den Maps eigentlich verpasst, wenn man keine Jump Jets hat. Ja. Deswegen, das wäre nochmal so eine Idee, dass ich mir nochmal eine Viper oder so hole oder ein Assassin oder sowas. Mit 6 Jump Jets drin, weil die 3 Jump Jets in der Supernova, die kannst du halt vergessen. Das Ding. Springt 12 Meter hoch und dann war's das. Und dann plumpt er zu Boden, wie eine Supernova halt aufschlägt. Ohne Bremse. Wie eine Ente, die. Boah, guck mal, jetzt da gegenüber. Ja. Siehst du das? Das ist ja geil, wie die da oben draufstehen, der Atlas und so. Nein, ich sehe es nicht. Ich traue mich nicht hochzugucken, weil die sehen zuerst meinen Kopf.
Charger, auf jeden Fall. Atlas. Und nein, drin, ich hab vermutlich. Ich hab mich abgeschaltet. Hast du schon Hilfe da unten oder geht's noch? Nee, das ist nur ein Irby. Ja, was war das? Okay, den Eben-Jaguar, den habe ich komplett geöffnet. Ich bleib mal hoch, glaube ich. Also ich gehe mal über euch lang. Nee, ich geh nicht über euch lang. Ich hab die DC vor mir. Aua, 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 aua. Wie down? Oberhalb von uns ist DDC. Da ist ein Atlas über euch. Ja, DDC ist jo. Unter uns. Wenn er sich droppen lässt, ist da doof. Komm ich. Wenn er sich droppen lässt, wäre richtig edel, weil dann steht er nämlich hier direkt. Naja, bleibt oben. Na dann. Weiter. Guck mal, dass ich den Marauder mitkrieg. Da ist noch ein Linebacker oben. Ja, ich guck nach hinten, guck den nach vorne. Kesselbrot down. Der Atlas kommt jetzt hinter uns, der DDC. Jetzt kommt er gleich. Ah ne, er hat sich wieder überlegt. Ja. Wollt gerade. Seite Mauler, andere Seite Mauler. Da drückt drauf auf den Mauler, der muss weg. Der DDC ist aus dem Kampf momentan. Hier ist noch ein Atlas. Okay, dann. Atlas down. Hinter uns, jetzt gleich. Was macht denn der da? Nee, okay, komm nicht runter. Nein, Leute. Fuck. Der Mauler hat einen Charger auf der anderen Seite. Aber den Atlas mit Headshots rausgenommen. So den Kopf weggelasert. Naja, das war da ziemlich dumm abgeschaltet. Ganz, ganz dumm. G. Warum sagt er denn GG? Das ist noch ein Atlas. Ja, ich sag, die sind super schwer, die anderen. Und ich will wissen, wo der ist. Na gut, waren wir halt auch, ne? Und ich will wissen, wo der ist. Ah, du hast da hinten, vor dir ist noch ein Mauler und ein Charger müssen das sein, wenn der Mauler noch nicht raus ist. Der Hellbringer spielt in dritter Person. Dich. Der Corsair ist fast im Arsch. Dass so ein Locust so viel aushält. Jetzt kommt der Atlas von hinten. Scheiße. Rechts von mir. Fuck. Ich wollte gerade dem hinten rein. Naja, gut. Kam der von hinten. Oh, schade. Ha,
Depp. Was? Ist ein Charger, hat mir den Rücken zugedreht. Der ist hinter mir runtergesprungen, hat sich aber zur anderen Seite weggedreht und ist von mir weggelaufen. Und da fährt die Madcat schon wieder runter. Na los, Linebacker, nutz deine Chance. Nee, der läuft wieder weg. Hätte er mal die Madcat einfach nicht wieder hochfährt, weil die so heiß ist. Schade, wir haben uns gut geschlagen, aber wir waren zu stark in der Falle da unten. Wir haben uns selber ins Abseits gehauen. Schönen guten Morgen, Gunsing. Aber mehr Damage gemacht als zu bekommen. Ja, das war mit dem Mauler war ganz doof. Da habe ich echt viel Pech gehabt. Musst du weg? Ja. Na, warte mal, dann baue ich mal ganz halt einen rum. So, auf zur Arbeit. Viel Spaß euch noch. Dir auch. Ja, danke. Lass ihn nicht ärgern. Ja, ich glaube, das ist unvermeidbar, ist Freitag. Sind die Kunden immer anstrengend, ne? Ich weiß. Alter, das sind teilweise sowas von arrogante Bastarde. Ja, ich weiß, das... der Dings hat ja gesagt, der Freeze, du arbeitest ja in der Fleischerei. Und ich krieg das ja auch, hab das immer früher live mitgekriegt, weil wir haben bei einigen Metzgern auch Ladenbacköfen aufgebaut, weil sie, wenn sie ihre Brötchen selber backen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist? Oder wie alle? Nö, das läuft extra. Okay. Und deswegen kriegst du da auch mit, wie die Kunden teilweise mit dem Personal hinter der Theke rumspringen, das ist der Wahnsinn. Das ist manchmal zum Fremdschämen. Ja, es ist alleine halt nur, sag mal, von hinten kommt einer nach vorne, sagt Moin, 20 Leute vor der Theke und eisiges Schweigen. Ja. Als wenn sie sich einen Zacken aus der Krone brechen würden und einmal Hallo zu sagen. Ja. Das ist naja, schön. Bis dann. Viel Spaß. Ja, bis dann. Tschüss. Ich baue mir noch ganz kurz einen fertig. Ja, kein Stress. Den ich nebenbei im Internet gebastelt habe. Also den Chat kann ich gerade nicht lesen, ne? Weil ich gerade parallel im Internet was gucke. Live Aero Doppel Endos hier. Live Aero Doppel Endos hier. Der 3. Und die 6 von 3. Oh, jetzt krummelt mein Magen aber schon. Trink noch ein Pepsi. Ja, ist halt wirklich so. Einmal ein Schluck Pepsi Max Cherry, not sponsored by Pepsi. Aber, ne, ja, nur 1,3 Kalorien auf 250 Milliliter. Ich nervt gerade, dass mein Stuhl quietscht. Ja, holt WD-40 auf. Ich weiß aber nicht, wo ich das hinspulen muss. Nicht auf dem Stoff, okay, auf jeden Fall. Kann man das hören? Nee. Ja doch, jetzt hat man mal ganz kurz was gehört.
Nein, spring mich an. Quietsch, 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 quietsch. Ich kriege immer ganz merklich, ich habe jetzt schon ganz viele Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Random-Spielern bekommen. Ja, das muss man ja sagen, die Community war immer sehr verschworen. Also, das war mal geil. Aber die sagen auch nichts, ne? Die schicken nur die Freundschaftsanfrage raus und das war's. Dann kommt da nichts. Vielleicht ist es schüchtern. Hm. Ja, keine Ahnung. So, nehme ich jetzt noch einen Medium-Pulse-Laser raus, um den Targeting-Computer noch einen höher zu bauen? Ist das überhaupt? Probier's aus. Hast ja auch wieder mehr Hitze gespart, ne? Ja gut, die benutze ich ja eh nicht so häufig. Also ja, der 6er würde reinpassen. Zwei Laser weniger. Cool Shot. Habe ich nur noch die in den Armen. Gleich Cool Shot rein. Keine mehr im Torso. Was total dämlich ist, weil eigentlich... das passt gar nicht. Ich würde sagen, ich könnte ja eigentlich mal so einen Large Pulse Laser in den Kopf setzen, aber das geht gar nicht. Beim Torso müsste passen. Ja. Tatsächlich, ich könnte einen Large Pulse Laser statt in den Arm in den Torso setzen. So, ich habe übrigens noch eine ganze Tonne frei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier voll überladen bin. Ich habe sogar noch eine Tonne frei. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich bin voll gepanzert. Ich habe keinen Slot mehr frei. Ja, dann. Ja, Targeting Computer. Hast du schon reingemacht, oder was? Ja, der ist schon auf 6. Ja, der Targeting Computer habe ich auch. Wie gesagt, ich manchmal. Keinen Slot mehr frei. Mein Motor ist der größte. So, warte mal, mein Sohn ruft mich, ich komme gleich wieder, ich drück schon mal ready, du kannst doch schon reinschießen, wenn du bereit bist, also ich wäre bereit, ich geh mal ganz kurz zu Max. Ja, warte mal ganz kurz. Dabei. Also zwei Spielchen kann ich noch mitmachen. Ja, das passt, dann mache ich danach auch Schluss. Hoffentlich habe ich ihn jetzt in der Schnelle richtig gebaut. Ist halt echt so, ne?
Ich habe doch noch eine Tonne frei. Warum habe ich denn keinen Medium-Laser dafür genommen? Keinen Puls-Laser? Ja. Hast du eine Tonne frei und noch einen Slot oder was? Nee, einen Slot nicht. Ich hatte ja vier Large-Puls-Laser, drei Medium-Puls-Laser und einen ER-Large-Laser. Ja. ER-Medium-Laser, weil ich den vierten den Medium-Puls-Laser nicht reingekriegt habe. Ich weiß mal gar nicht warum. Aber jetzt kriegst du ihn rein, quasi, weil du. Jetzt habe ich gar keinen, dadurch, dass ich Targeting-Computer jetzt von 4 auf 6 hochgesetzt habe. Okay. Passt halt. Ich habe jetzt immer noch eine Tonne frei, habe aber absolut keinen Slot mehr. Und der größte Motor ist auch schon drin und auf Standard-Engine kann ich nicht wechseln. Dann passt gar nichts mehr. Dann müsste ich komplett von vorne anfangen. Hallo, Schatzi. Was möchtest du dir zu essen mitbringen? Mein Kumpel. Wir müssen doch einkaufen fahren. Ich würde sagen, wenn du hier bist, ein halbes Pferd, ja, das wäre ziemlich sexy. Halbes Pferd. Okay, gucken, wir sind auf Pferd eingestellt. Hast du jetzt ein anderes Loadout drin? Ja, ich habe jetzt mal mit der Large Lasern. Aber okay. Ein Battlemaster mal mit ER-Lasern, um zu gucken, ob man da gestern besser gegen die Glaner kämpfen kann. Was hast du da jetzt für eine Reichweite? 829 Meter optimal. Hm. Ich komme auf 654. Aber halt kombiniert mit der XL400, 76 laufe ich jetzt wieder. XL400, also Engine oder was? Ja. Ja, die kriege ich bei mir ja gar nicht rein. Bei mir ist ja bei 385 Schluss. Mehr nimmt die Supernova nicht auf. Ja, ich habe jetzt ordentlich Hubraum. Ja, ich merke das schon. Du läufst ja schneller als der Raven da vorne. Was hast du, Geschwindigkeit? 76,2. Ja, Schatz, dann fahren wir heute in den Weserpark. Was ist denn der Weserpark? Das ist ein Einkaufszentrum in Bremen. Ah ja, okay. Das heißt, wir fahren heute extra nach Bremen. Das machen wir auch. Eigentlich wollten wir das ja letzte Woche Freitag machen. Da habe ich aber ja meine allergische Reaktion auf die Impfung gehabt. Ja. Und deswegen haben wir das dann nicht gemacht. Und dann fahren wir da heute hin. Auch ein Plan. Du bist so schnell, ich komme nicht nach. Alles gut, ich spot hier oben nur. Ja. Und guck, was ist. Firestarter. J8. Komm, zeig dich. Da ist er. Hinter dir, Firestarter, hat ein UAV hochgesetzt. Habe ich kaputt gemacht. Ja. Okay.
Das hat sich für ihn nicht gelohnt. Die gehen alle auf Dreier-Solz auf H8, ne? Hm. Ich bin gleich hinter dir. Ja, wir können eh. Wir müssen eh reagieren drauf. Die kommen H8, H7. Kommen jetzt ganz die ganze Assault. Und möchtest du über H8 gehen oder möchtest du... Ja, gut. Ne, wir müssen einfach hier oben. Einfach hier oben auf dem Plateau bleiben und die kommen hier hinten rumgelaufen. Kann ich schon mal schreiben? Wo habe ich denn Schreiben? Hinten müsstest du gleich kommen. Z. Z hast du schreiben. Da muss ich mir nochmal neu belegen. Da hinten sind sie, das ist er. H7 kommen so rum. Jo. Na. Kriegst du die Blood Asp schon? Jojo. Ja, nett, dass die hier nacheinander reingelaufen sind. Wir haben rechts oben King Crab. Läuft. New target acquired. Target destroyed. New target acquired. Ja, du bist schon da vorne am Pushen. Ich bin immer noch hinten. Jetzt bin ich down. Was? Ich hab dir nicht erlaubt zu sterben. Ja, meine Supernova wollte einfach nicht mehr wieder hochfahren. Da war wieder einer mit Flamern unterwegs, ja? Ja, ich hatte da den King Crab vor mir, der hatte nur ein paar UAC-2 und eine RAC-2. Da dachte ich mir, den holst du dir. Hat auch geklappt. Aber dann kam dahinter noch ein Marauder und dann kam da noch ein Marauder. Und dann hieß es auf einmal Heatsink destroyed und dann war halt kritisch. Kritisch! Das mag meinem Supernova gar nicht. Und die ist auch einfach voll mit den Dingern. Ich hab, nochmal, 2, 4, 6, 9, 12, 15 Heatsinks drin. 5? Ja, da hast du mehr als ich.
Ja, alles gut. Ja. Spielt wieder keiner mehr MechWarrior Online. Ja. Das ist nicht schlimm. Ist ja eh das letzte Spiel, was wir machen, ne? Oh ja. Pancakes hätte ich jetzt Bock. Ja, Max, ist das letzte Spiel? Pancakes, ja, das ist auch eine gute Idee. Die könnte ich auch machen. Ja, mega gute Idee. Mega. Weil ich bin ja bei uns derjenige, der meistens kocht. Meine Frau mag nicht kochen und ich mag kochen. Okay. Ja, wir, also meine Frau kocht viel, ich koche nur so einiges. Ich kann nur den ganzen ungesunden Scheiß. Naja, nee, ich koche schon extrem gerne. Am liebsten geschnetzeltes oder so Braten oder Kartoffelfritteuen und sowas. Ja, oh, mega gut. -1,1 °C. Ah, sieh mal an. -70 °C. 0% Wasser. Wieso heißt der Sascha Extreme? Bitte? Da heißt einer Sascha Extreme. Da. Ja. Und Rosenkranz. Ja. Aber sehr seltsam geschrieben. Max Fastlane. Onkel Wormtail. Schön scharfe Lasagne. Oh ja. So, letzte Runde. Let's do this. Jawohl. Wo muss ich lang? Da. Man einfach nichts hört hier. Guck mal da mit Kid Fox. Ich hab schon ersten Schaden gemacht. Sehr gut. Zwei Mechs sind schon am beschädigt ein bisschen. Kommt noch was Dickes? Weil wenn du jetzt gerade durchläufst, dann kommt da eventuell auch noch mal was Dickes. Nee? Wäre jetzt dumm, nach rechts zu laufen, wenn sich alles nach links bewegt. Das möchtest du essen? Das ist Mittagessen. Naja, gut, stimmt. Hast ja recht. Oh, Entschuldigung, wir haben ja 12:30. Alter, ich habe ja ganz dein Mittagessen vergessen. Uiuiuiui. Wir haben ja, ich bin noch bei 10 Uhr oder so. Okay. Ja, nein, es ist 12:30. Ja, ich mach dir das gleich. Alles gut. Gehst du auch nach oben? Ich geh nicht hoch, ne? Ich geh in links außen und ja, ich bin jetzt bei dir. Das ist mein Frühstück. Dein Frühstück? Okay. Auch Frühstück hattest du ja schon. Das ist halt mein Mittagessen dann, Max. Das, was du dir jetzt geholt hast, ist eine 5-Minuten-Terrine. Wenn du das essen möchtest. Okay, das war der Cyclops. Ihr sollt im Chat sagen, dass der Max jetzt eine 5-Minuten-Terrine gleich ist. Toll. Dann guten Appetit bei deiner 5-Minuten-Terrine.
Guten Appetit. Und frei nach Jake Peralta, vorher ein bisschen von den Nudeln rausnehmen, die kann man nachher drauf crunchen, dann hat man einen gewissen Crunch. Echt? Nachdem das Ding fertig ist. Da probieren wir mal aus. Wer beschießt mich denn von rechts? Oh, wieder die zwei Blood-Asps. Gegner sind hier überall, Max. Da müssen wir hier durchgucken. Mal. Sehen wir da was? Auch nicht, ne? Gut, da muss der Papa wieder da hochgehen. Aber der Papa hat unten schon ganz schön Panzerungsschäden bekommen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Blood-Asp, die hochläuft. Ja, bin ich drauf. Was beschießt ihr von links? Oh, ja. Wir haben links außen in E6 irgendwas mit zwei PBCs. Ich glaube, das ist eine Shadowcat oder so. Check. F5. Vapor Eagle, 3 ERPPCs. Der LRM-Boot ist auf Dora 4. New target acquired. The enemies are half depleted. Keep pushing. New target acquired. Okay, also ich muss hier noch einen Laser reinkriegen, der ist zu kühl. Target destroyed. New target acquired. Sorry. Du bist zu kühl. Ja. Ach krass. Target destroyed. We're experiencing new target acquired. Don't get sloppy out there. Ich habe hier einen Arctic Boy von mir. Heat level critical. Warning, incoming missile. Er ist gedroppt. Mhm. Und nach unten rein. New target acquired. Ich gehe jetzt mit auf die Blood-Asp. Jo. Na komm, zeig dich, Dicker. Okay, der ist vor. Da hinten ist noch was. New target acquired. Almost got them all. Clean up the survivors. Target destroyed. Need assistance. Doppelkill. Nice. Ich habe Low Signal bei mir. Das heißt, unter mir, unten drinnen ist er. Oh, der hat sich selbst hochgejagt. Sehr gut. Oh, schöne Runde. Oh Mann, meine Frau hat mir gerade einen Spruch geschickt. Ich habe mir jetzt einen Senioren-Navi zugelegt. Das sagt mir nicht nur die Strecke und das Ziel an, sondern auch, was ich da wollte. Sehr gut. Ja. So. Gut. Liebe Chats, dann sind wir beiden raus. Wenn es euch gefallen hat, guckt weiter rein, ne? Wenn wir wieder online sind. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, heute Abend wird hier irgendwie... Bestimmt. Phasmo oder irgendwas anderes Gruseliges gestreamt. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Also Samstag sind wir mit deiner Frau verabredet. Ich weiß nicht, ob heute Abend schon. Was haben wir heute für einen Tag? Freitag, ne? Freitag, ja. Heute ist Freitag. Genau. Nee, also mal gucken. Bin mal spontan. Jo, sind wir. Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao.